In diesem Video erklären wir Ihnen, wie Sie die Zapfwelle von außen einschalten und gleichzeitig automatisch die Motordrehzahl erhöhen können. Dies ist vor allem hilfreich, wenn Sie zum Beispiel ein Güllefass befüllen. Wie können wir den Traktor dazu bringen, automatisch die Motordrehzahl zu erhöhen, wenn die Zapfwelle eingeschaltet wird? Drücken Sie auf die Schnellzugriffstaste für die Getriebeeinstellungen. Wählen Sie Benutzerdefinierter Modus und dann Benutzerdefinierte Einstellungen aus. Sobald Sie das Einstellungsmenü geöffnet haben, können Sie im unteren Teil des Bildschirms die Anzeige Mindestmotordrehzahl sehen. In diesem Fall nutzen wir die Funktion, um die Motordrehzahl über die Fernbedienung am hinteren Kotflügel zu erhöhen, sobald die Zapfwelle eingeschaltet wird. Wählen Sie die entsprechende Mindestmotordrehzahl aus und stellen Sie sicher, dass der Auslöser für die Mindestmotordrehzahl für die Zapfwelle eingeschaltet ist. Wenn Sie die Zapfwelle mit der Fernbedienung am Kotflügel hinten einschalten möchten, öffnen Sie die Seite Zapfwelle und aktivieren Sie Zapfwellenfernbedienung. Dadurch wird der Zapfwellenschalter am Kotflügel freigegeben. Wenn die Zapfwelle nun zum Beispiel über die Fernbedienung außen aktiviert wird, erhöht der Motor langsam die Drehzahl, bis die gewünschte Drehzahl erreicht ist. Wenn Sie die Taste erneut drücken, geht der Motor in den Leerlauf über und die Zapfwelle stoppt. Dies ist vor allem hilfreich, um Kraftstoff zu sparen. Natürlich reagiert die Motordrehzahl auch, wenn die Zapfwelle von der Kabine aus eingeschaltet wird. Die Einstellungen für die Mindestmotordrehzahl können auch dazu eingesetzt werden, um die Motordrehzahl automatisch zu erhöhen, wenn der Kraftheber abgesenkt wird oder das Zusatzsteuergerät in Betrieb ist. Schalten Sie einfach die jeweilige Mindestmotordrehzahl-Auslösung in den benutzerdefinierten Einstellungen ein. Probieren Sie es doch einfach aus. Mit auf Standardwerte zurücksetzen stellen Sie das Motorverhalten vom benutzerdefinierten Modus zurück auf den automatischen Modus und können wieder neu starten. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Haben Sie Fragen oder Vorschläge zu weiteren Schulungsvideos? Dann schreiben Sie einen Kommentar in das Kommentarfeld und wir werden versuchen, Ihrem Wunsch nachzukommen.